Hey, ich bin Simeon. Willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, was Zed so kann. Wir sind hier in der Zed-Runde in einem Normal-Game. Zed ist aktuell somit, also ihr seht, das ist ein Normal-Game. Schaut euch Xayah an, schaut euch Jhin an, ne? Beide mit Smite. Zed ist aktuell somit der beste Midlaner, den es überhaupt gibt im Spiel. Ist auch mit der beste Assassine. Ist oftmals gebannt, ist im Competitive. Es war ja gerade Horizon Cup, kann man sozusagen. Es war eine inoffizielle Weltmeisterschaft. Da wurde Zed hart priorisiert und wurde super, super oft gespielt. Und ich gehe davon aus, dass Zed in kurzer Zeit, also ich denke mit dem nächsten Patch, ich weiß nicht genau, wann der Patch kommen sollte, aber ich gehe davon aus, dass Zed mit dem nächsten Patch auf jeden Fall verschlechtert wird. Das heißt, wenn ihr irgendwie mit Zed noch was reißen wollt, so schnell wie möglich damit anfangen. Ja? Zed hat den Vorteil, er ist zwar ein Assassine, der relativ schnell tot geht, aber er kann trotzdem super, super safe farmen, weil er seine erste Fähigkeit hat. Ja. Mit der ersten Fähigkeit, das ist dieser kleine Shuriken, könnt ihr durchgehend die Wave haben, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, gegankt zu werden oder sonst was. Außerdem habt ihr ja die zweite Fähigkeit. Unsere Botlane, wie gesagt, das wird wirklich schwierig. Ne? Ich habe das Gefühl, unsere Botlane sind gefühlt Bots. Habt ihr eure zweite Fähigkeit, jetzt zeigen wir dann gleich diesen Schatten, womit ihr euch neu platzieren könnt. Und wenn ihr den nicht verschwendet, ja, ihr solltet den wirklich nicht einfach so benutzen, um eine Wave zu pushen. Wenn ihr den nicht verschwendet, dann habt ihr eigentlich, dann überlebt ihr eigentlich alles. Ich sag's, wie es ist. Dann solltet ihr eigentlich nicht sterben. Okay, wir schauen mal, wo hier der Jungler ist. Ich weiß gar nicht, wer der Jungler ist. Das ist der Rengar. Oh, da. Ja, ich würde sagen, das war ja mal vorteilhaft. Wir haben den Rengar gefunden. Leute, der bleibt da. Sollen wir flashen und den vielleicht töten? Das war ja richtig vorteilhaft. Nehmen wir auf jeden Fall mit. First Blood und Red Buff. Ich habe jetzt wieder mein Shadow, ja. Damit können wir springen. Das war ja so glücklich, Leute. Ich glaube gar nicht, wie glücklich das war. Irgendwie, der Brand war Support. Und deswegen, wie gesagt, wir haben Red Buff. Und normalerweise hat, zum Beispiel gegen sowas wie Brand, ja, normalerweise hat ein Assassine, der in Nahkampf muss, richtig Schwierigkeiten gegen den Zed zu farmen, gegen den Brand zu farmen. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir immer einen neutralen Status haben, dadurch, dass wir mit der Q farmen können. Ja, mit der Q bedeutet die erste Fähigkeit. Das heißt, wir können chillen und dann einfach warten und einfach damit lastet. Zack. Lastet genommen. Und natürlich, wenn ihr irgendwie poken wollt, könnt ihr natürlich Shadow reinmachen. Also zweite Fähigkeit, dritte Fähigkeit. Und dann Doppel-Shuriken. Ihr müsst aber verstehen, nice, hat geflasht. Ihr müsst aber verstehen, dass wenn ihr das macht, ihr keinen Schatten mehr habt. Der Schatten hat einen relativ langen Cooldown. Das sind auf Level 1 ganze 20 Sekunden. Ja? Und ihr braucht den Schatten wirklich, um zu überleben. Ja, wenn ihr zum Beispiel wir super nach vorne gehen, so wie hier gerade. Wir haben ja gesehen, der Brand geht nach oben, deswegen ist es kein Problem, hier kurz reinzupushen. Wenn wir super, super aggressiv nach vorne gehen und diesen Schatten nicht haben, dann werden wir getötet werden. Schau mal. Kann ich mir die Krabbel joinken, ist die Frage. Weil der Rengar ist noch nicht wieder aufgetaucht. Das heißt, die Krabbel nehmen wir mit. Wir haben jetzt auch die Ultimate. Ultimate macht euch ja noch einen Schatten. Ihr geht einmal in den Gegner rein. Und dann könnt ihr den sogenannten Triple Shuriken machen. Eure zweite Fähigkeit, die macht ihr auch immer die erste und zweite, dritte Fähigkeit nochmal mit dazu. Und wenn ihr die Ultimate habt, habt ihr noch einen Schatten, der dann nochmal mehr die Fähigkeit macht. Ich greife da mal nicht an. Ich werde nämlich eigentlich wieder in die Mitte gehen. Ich hoffe mir jetzt auch direkt die Schuhe noch mit dazu. Erstes Item hole ich Yomus Ghostblade. Ist für Zed ein ziemlich solides Item. Ja? Bringt euch super viel. Ihr habt Attack Damage, ihr habt Ability Haste, ihr habt Armor Penetration. Also alles mit dabei. Schauen wir mal, ob der noch. Der hat kein Flash. Wir haben vergessen, der hat gar kein Flash. Das heißt, wir können einfach rein, gehen raus und dann explodiert das Mark und dann war es das mit dem. Und das ist halt das Ding, vor allem in Low Elo, die Leute finden das so unfair. Denn es ist wirklich schwierig, gegen einen Zed zu spielen, wenn ihr nicht wisst, wie. Ja? Und vor allem, wenn man im Early Game, also jetzt so wie gerade, wenn man relativ schnell einen Kill bekommt, wir haben ja das Glück gehabt, dass der Rengar da irgendwie im. Keine Ahnung, der wurde nicht beschützt und was weiß ich. Da haben wir halt das Glück gehabt, dass wir da den Kill bekommen. Da ist der Rengar. Und das meinte ich, ja. Ihr habt gesehen, durch den Schatten können wir einfach abhauen. Wir brauchen nicht mehr unseren Flash. So, ich nehme mir mal die Früchte. Ich habe übrigens keine Honeyfruit-Rune mit. Ansonsten hätten wir jetzt Gold von den Früchten bekommen. Wir haben die Rune mit, die uns Abklingzeit gibt, wenn wir jemanden töten. Ja. Das heißt, damit können wir halt unsere Fähigkeiten öfter einsetzen. Wir haben jetzt schon dadurch 10 Ability Haste bekommen. Also 5 Ability Haste für jeden Kill. Von jedem individuellen Spieler. Ja. Also wir haben einmal 5 bekommen durch den Brand, einmal 5 bekommen durch den Rengar. So. Zack. Okay, wir chillen kurz mal.
Okay, der pokt uns aber trotzdem gerade ganz gut rein. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Hat er einen Sonyas? Er hat keinen Sonyas, aber ich glaube, er hat seinen Flash wieder. Wir können aber trotzdem versuchen, eventuell mit Ultimate reinzugehen. Wenn er wegflasht, gehen wir mit der W hinterher und dann töten wir ihn. Das versuchen wir jetzt. Wenn ich... Oh, jetzt seine Fähigkeiten raus. Jetzt erst recht. Wenn er jetzt nochmal vorkommt, töten wir ihn. Gehen hinterher. Zack. Nein, wir sind dead. Wir sind im Tower gestunt worden. Hat aber gut gemacht. Aber da war die Idee, wir hätten auch igniten können. Ich glaube, mit Ignite wäre er direkt gestorben. Da war aber die Idee, dass wir halt dann hinterher gehen und das hat sogar geklappt. Wir kaufen jetzt, ich überlege gerade. Ich denke, gegen Brand nehmen wir Mercury's mit. Der Gegner hat außerdem eine Leona. Das heißt, wir nehmen Mercury's mit, dann haben wir weniger Stunts vom Gegner. Außerdem nehmen wir Protobelt mit. Ihr müsst nicht Protobelt spielen. Ich finde, vor allem für Anfänger ist Sonyas das beste Item. Ja, wir haben jetzt Protobelt genommen, es gibt diesen kleinen Dash. Aber ich finde, Sonyas, wenn ihr gerade anfangt, ist Sonyas... Auch wenn ihr besser seid. Sonyas ist wahrscheinlich das bessere Item, aber ich sag's euch, wie es ist. Protobelt macht einfach mehr Spaß. Da kann man nämlich sowas machen und sich dann einfach mal die Xayah rausgönnen. Wir haben das Problem, der Gegner hat echt gut Gold, aber ich kann hier auf jeden Fall mir ein bisschen Plate-Gold holen. Ihr kennt ja die Plates bei den Türmen. Das sind diese kleinen Striche, die an der Lebenslinie mit dabei sind bei den Türmen. Und jede Lebenslinie von den Türmen gibt euch Gold. Das bedeutet, ihr solltet, wenn ihr einen Turm angreift, immer versuchen, diese kleinen Striche zu bekommen. Wenn ihr nämlich nicht in der Nähe seid und dieser Strich geht runter, ihr seht es jetzt gleich, kriegen wir Gold, dann bekommt ihr das Gold nicht. Ja. Ist das der First? Wir kriegen vielleicht einen First. Ah, ein Auto-Attack hat gefehlt. Schade. Ich muss rausflashen, denn die Xayah ist auch noch mit dabei. Okay, Leona Ultimate ist aber kein Problem. Das sollten wir nicht ignorieren können. Schau mal, hat die Xayah irgendwie einen Sonyas gekauft? Nee, hat sie nicht. Ich bleibe jetzt mal hier. Der Djinn ist in die Mitte gegangen. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Xayah hat Ultimate. Oh. Die feeden den ganz gut rein. Kriegt der ein Double? Ne, die haben ihn. Sehr, sehr gut. Oder ist der Rengar. Der macht den Drake. Ich ulti direkt rauf. Zack, zack. Diesmal benutze ich sofort Ignite. Gebe noch ein Protobelt rein. Der platzt. Und dann haben wir den. Und jetzt können wir eventuell den Drachen noch klauen. Kommt die Xayah nach vorne? Wir haben ihn. Unsere Xayah hat es geregelt. Ich bin zwar tot, aber unsere Xayah hat es gut gemacht und den Dragon noch genommen. Jetzt die Frage, unser nächstes Item. Gehen wir auf diese Klinge direkt? Auf das Duskblade? Oder sagen wir nö? Und wir gehen erstmal auf Cyrildas Grudge. Ich denke, wir gehen auf Cyrildas. Ich finde, es ist ein sehr, sehr starkes Item auf Jax. Auf Z. Weil normalerweise hat ihr eure zweite Fähigkeit eine Verlangsamung. Ja. Und wenn ihr aber das Item gekauft habt, Cyrildas, bedeutet das, dass jede eurer Fähigkeiten, ja, weil ja alle Fähigkeiten sind ja Attack Damage basiert und deswegen habt ihr eine Verlangsamung auf allen eurer Fähigkeiten. Darum kaufe ich das Item sehr, sehr gerne auf Set. Auch schon sehr gerne früh. Auch schon sehr, sehr gerne früh. Okay, Brand ist gerade unten noch. Das heißt, ich kann hier Mitte auspushen. Ich benutze aber nicht meine zweite Fähigkeit gerade zum Pushen. Denn ich will die haben, falls jemand kommt. Ja, weil ich weiß, ich will gerne jetzt an den Tower hier rangehen. Und hätte ich jetzt meine zweite Fähigkeit benutzt, dann wäre ich vielleicht nicht weggekommen. Da hätte ich mein Cyrildas. Unsere Leute sind auf der Botlane ein bisschen am Kämpfen. Vielleicht kann ich da noch... Oh, Moment. Okay, jetzt habe ich... Jetzt kann ich leider auf der Botlane nichts mehr ganken, weil ich keine Ultimate habe. Ich kann aber eventuell den Rengar noch holen. Glaubt ihr, die wissen, dass ich hier bin? Ich habe keinen Flash, werde sterben dafür. Aber den Kill haben wir uns mitgenommen. Oh, singed. Okay, unser Team sollte eventuell aufräumen können. Sei Ultimate, die wird die gleich snaren beide. Ja, da ist der Snare. Haben sie. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt unser Item. Und wir gehen direkt auf Duskblade. Wir wollen, also ihr wollt wirklich mit... Ihr wollt mit Z... die Akali. Double Kill schon mal. Ist ein Triple, glaube ich sogar. Ja. Das ist nicht gut. Aber ihr wollt mit Set so viel Rüstungsdurchdringung haben, wie ihr wollt. Wie ihr könnt. Ihr könnt euch Trinity Force holen. Das baue ich auch tatsächlich. Das hat man manchmal gesehen im E-Sport auch. Und in China baut man das sehr, sehr viel. Und deswegen habt ihr es gerade gesehen. Und Trinity Force ist vor allem auch gut, wenn ihr Split pushen wollt. Mit Set ist es so die Sache, im Late Game vor allem, seid ihr nicht mehr so stark, wenn jeder einen Sonyas hat von den Gegnern. Das Einzige, was ihr aber noch machen könnt, ist 1 gegen 1 ziemlich viele Ziele rauszunehmen. Und deswegen bietet sich es an, ein Trinity Force zu kaufen.
Damit macht ihr ziemlich guten Tower-Schaden. Aber ich denke, die werden versuchen, hier den Herald zu contesten. Ich habe leider keine Ultimate. Okay, wir haben ihn bekommen. Sehr gut. Ich habe leider immer noch keine Ultimate. Und ich habe wenig Energie gerade. Ich kann da noch nicht rein. Okay, die weiß, glaube ich, dass ich hier bin. Nice, den haben wir. Da muss ich rausflashen. Die hatte nämlich noch ihre Ultimate. Die Ultimate von Akali hat ja zwei Instanzen. Na, ihr habt ja die erste Ultimate, wo ihr durch den Gegner durchspringt. Und dann habt ihr eine zweite, wo ihr einfach in irgendeine Richtung springt. Und die macht dann super, super viel Damage. Aber das haben wir zum Glück geblockt. Nice, die ist vergiftet durch Singed. Good job, good job. Und wir rennen mit und holen uns wieder den Brand. Denn der hat immer noch keinen Sonyas. Wenn ihr gegen Zed spielt, so früh wie möglich Sonyas. Ansonsten passiert das. Ja, was gerade mit dem Zed passiert ist. So früh wie möglich immer ein Sonyas sich einpacken. Ich habe ein bisschen die Problematik, dass ich gerade nirgendwo den Herald stellen kann. Ich push mal kurz hier einmal runter. Moment, hier das Gold. Ich sollte goldmäßig auch super gut dastehen. Wir schauen gleich mal nach, wie viel Gold wir haben. Ja, wir haben 10.000 Gold. Bei beiden das meiste im Team. Liegt auch daran, dass wir den Zed halt super, super oft töten konnten. Ne? Das hat schon geschmeckt. Oh. Drache ist gespawnt. Ich gehe aber nochmal Base, hole mir mein Item. Ich habe halt keine Möglichkeit, einen Herald, ne? Herald müssen wir an den Towern platzieren. Ich könnte durchrennen und den an den Tower packen, aber ich weiß gerade nicht, ob er dann angreift. Da ist der Brand wieder. Aber Akali hat auch keinen. Ich glaube, ich würde eher die Akali töten als den Brand, ehrlich gesagt. Okay, nevermind, ich renne hier runter. Ich will eigentlich eher die Akali rippen. Die sollte sterben, oder? Ich habe immer noch meinen... Ah, da würde ich den nehmen. Ich habe immer noch meinen Shadow gehabt. Ich glaube, die kommen von unten jetzt hier lang. Oder? Versuche ihn einfach jetzt in der Mitte hier zu platzieren. Oh. Nevermind. Nevermind, ich bin raus. Ich platziere ihn doch nicht an der Mitte. Ich habe wieder 30 Sekunden. Muss ich kurz warten, bis ich mein... bis ich meine Ultimate wieder habe. Und jede Ultimate auf Zed ist normalerweise ein Kill. Ja, wirklich jede Ultimate. Wir rennen jetzt hier nach oben. Zack. Hallo, hallo. Boah, die Deppen ist aber ganz gut. Ich muss langsam meinen Herald platzieren. Ich muss ihn langsam platzieren. Aber ich weiß nicht wo. Vielleicht stelle ich ihn gleich einfach auf die Botlane. Ansonsten läuft er ab. Ich glaube, ich stelle ihn einfach auf die Bot. Aber die deffen das alle ganz gut. Schaut, die Leona rennt direkt mit hin. Ich versuche ihn jetzt einfach mal... Wir machen jetzt einen Test, Leute, okay? Ich stelle den Herald jetzt einfach in den Tower rein, wenn diese Wave da weg ist. Es kommt jetzt gerade eine Wave. Die nehmen wir jetzt. Und danach stellen wir den Herald in den Tower und schauen, was er macht. Zack. Dann hoffen wir mal, dass er den Tower irgendwie nimmt. Ja, sieht gut aus. Und wir splitten einfach rein. Let's go. Kali kommt. Nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir den... Oh, wir kriegen den Herald. Das war eine gute Placement mit dem Herald. Wir kriegen den Herald sogar an den Base-Turm ran, wie es scheint. Leute, wir können ihn sogar nehmen. Das war der perfekte Split-Push. Unser ganzes Team hat gefightet. Und die haben ohne uns... Oh mein Gott, der kriegt sogar einen Charge daraus. Ich meine, das bringt nichts, aber... Unser ganzes Team hat gefightet und in der Zeit konnten wir einfach uns den Base-Tower da gönnen. War schon solide. Und das haben nur noch mal mehr Gold geholt. Ich werde jetzt auf... Ich denke, ich werde Trinity Force bauen. Doch, wir machen es mal. Wir bauen Trinity Force und dann baue ich aber nicht mehr Mortal Reminder. Manche Leute bauen beides, habe ich gesehen, auch wenn es nicht stackt. Denn Cyrilda's Grudge und Mortal Reminder haben beide die gleiche Last Whisper-Passive. Ja? Und die skaliert nicht zusammen hoch. Es bauen trotzdem manchmal beide zusammen. Denn der Last Whisper-Effekt ist ziemlich gut dafür, dass es auch relativ günstig ist. Mal schauen, ob wir den Tank auch töten können. Ja, nicht ganz. Für den Tank hat es nicht ganz gereicht. Nice, wir haben einen Flash noch raus vom Alicarry. Ignite ihn mal. Ich glaube, einen Rengar Ignite hätte ich gar nicht gebraucht. Der rennt da rein. Ich Ignite. Oh, ich bin dead, oder? Red Buff? Boah, ich überlebe es.
Dachte kurz, der Rapper tötet mich, aber mein Team hat da gut aufgeräumt, Leute. Richtig, richtig nice. Ich habe jetzt noch 5 Sekunden auf der Ultimate und die Akali hat ihr Sonjas ab. Also die hat sich ein Sonjas gekauft, das heißt Akali werden wir jetzt Probleme haben, das sehen wir jetzt hier oben rechts. Akali werden wir Probleme haben zu töten, Rengar werden wir Probleme haben zu töten und Brand werden wir Probleme haben zu töten. Die Xayah können wir immer noch töten, die hat sich nämlich für eine QSS entschieden, womit sie Stunts entfernen kann und nicht für ein Sonjas. Das bedeutet, Xayah sollte unser Hauptziel sein. Die Problematik mit Xayah ist aber, dass sie ja ihre Ultimate hat, mit der sie hochspringt und sich unsterblich macht und dadurch kann Xayah halt unsere Ultimate, sage ich mal, überleben. Ja. Aber wir haben Mitte ja ziemlich gut rausgepusht. Der Midlane-Turm ist auch schon fast weg. Das heißt, wir können ja auf der Top-Lane ein bisschen Druck machen. Ich sehe jetzt auch noch gerade keine Gegner. Wir benutzen eine Fähigkeit, damit unser Trinity Force mehr Schaden macht. Unser Auto-Attack. Zack. Ihr seht, nach einer Fähigkeit machen wir nicht 330, sondern 450. Ja, das ist das Trinity Force. Das verstärkt eure Angriffe, nachdem ihr eine Fähigkeit benutzt habt. Ich will ihn eigentlich nicht ulten, wenn ich ehrlich bin. Denn der hat Sonjas. Ich glaube, ich hätte ihn ulten können, ehrlich gesagt, damit er seinen Sonjas mal gebraucht. Der Drake ist gerade gespawnt. Ah, den will man schon haben, ne? Warum ist der Rengar gerade da oben? Vielleicht kann ich den Rengar töten und dann den Drake nehmen? Ich versuche mal, seinen Sonjas zu forcen. Das ist Sonjas, sehr, sehr gut. Und jetzt gehen wir einfach. Ja. So könnt ihr das auch spielen. Ihr wisst, der Gegner benutzt einen Sonjas. Aber ihr wisst auch, dass eure Ultimate weniger Cooldown als das Sonjas hat. Das bedeutet, okay, ihr wisst, Rengar hat jetzt Sonjas geused, aber wenn wir relativ schnell... Oh nein, die kämpfen. Aber wenn wir Ich bin dead. Aber wir wissen auch, wenn wir relativ schnell wieder kämpfen und versuchen, den Rengar sofort wieder zu ulten, hat er für diese Situation dann keinen Sonjas bereit. Das war zu gierig von mir, da reinzugehen. Aber wir sind jetzt Fullbild. Haben jetzt unsere Wiederbelebung noch. Guardian Angel. Da kommt das Surrender Vote aus irgendwelchen Gründen. Ah, unsere Vi ist wahrscheinlich auch tot, es scheint. Na, Rengar hat noch einen Sprung, oder? Nee. Oh, sie schafft, sie schafft. Sehr, sehr gut gespielt von Vi. Und jetzt kommt Singed. Mal schauen, ob er was machen kann. Währenddessen übrigens sind hier Minions in der Basis schon am Chor dran, ne? Zum Bedenken. So, ich habe jetzt den Timer nicht ganz gecheckt vom Sonjas. Es kann sein, dass der Rengar den wieder bereit ist. Kann ja sein, dass er ihn nicht bereit hat. Oh, der Singed will es wissen, Leute. Ich glaube, der Rest ist gerade am Drachen, ehrlich gesagt. Das heißt, die können relativ schnell zum Singed dazukommen. Ja. Nice, hat sie bekommen. Jetzt muss aber wegrennen, weil die anderen kommen alle von hier jetzt unten. Ja, oh, da sind sie auch schon. Wir rennen direkt mit hoch. Er ist geslowt worden. Ich muss da ganz schnell rein und ihm helfen. Rengar, Rengar, Rengar. Diesmal hole ich wieder Rengar. Hoffentlich hat er keinen Sonjas. Er hat keinen Sonjas gehabt. Wir haben es gesehen, ja. Wir haben das Sonjas ja vorhin schon geholt. Und dieses Mal hat er keinen Sonjas. Ich kann da reingehen, auch wenn ich sterbe. Ich werde da wiederbelebt durchs Guardian Angel. Gehe mit dem Protobat hinterher. Hol mir da noch den Kill. Problematik, ich kann jetzt nicht so aggressiv rein, denn... Okay, wir konnten es doch machen. Sehr, sehr nice. Okay, jetzt haben wir 20 Sekunden, um irgendwas zu machen auf der Map. Wir können es nicht finishen. Ja. Das können wir auf keinen Fall, aber eventuell können wir die Mitte hier reinpushen. Finishen können wir nicht, weil in 10 Sekunden lebt die Akali wieder und da wird es nicht reichen für den Finish. Toplane, verlieren wir eventuell einen Tower. Ich glaube, wir können leider nichts machen mit dem Ace. Ich würde sehr, sehr gerne irgendwie die Midlane da holen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich bin ehrlich mit euch. Nee. Da können wir leider nichts machen. Schade, schade. Ich habe gehofft, wir kriegen die. Und jetzt haben wir halt relativ viel Gold. Ja? Das heißt, ich kann hier meinen Guardian Angel verkaufen. Das ist ja gerade auf Cooldown. Wir kaufen Guardian Angel und wir kaufen uns einen Black Cleaver. Einfach nochmal mehr Damage. Einfach nochmal ein bisschen Lebenspunkte mit oben drauf. Und sobald unser Guardian Angel, sehen wir hier unten gerade, sobald das wieder bereit ist, können wir wieder verkaufen und wieder neu kaufen. Ja. Das ist übrigens das Alternativ-Item. Wenn ihr sagt, okay, ich will dieses Trinity Force-Bild nicht spielen, was zum Beispiel in China gespielt wird, ich will das... Oh, wir machen Baron gerade, ich habe zu viel geredet. Oh, zum Glück bin ich da hingegangen, Leute, zum Glück. Okay, mein Team ist am Fighten, aber das sind alle tot. Ich muss hier ganz schnell hoch und versuchen, irgendwas zu machen mit dem Baron-Buff. Muss ganz schnell da hoch. Muss ganz, ganz schnell was machen, weil unser Team ist ja komplett dead. Kann ich finishen? Nee, kann ich nicht. Ich muss raus, ich muss raus. Die verfolgen uns alle. Wir müssen hier irgendwie runter. Irgendwo ist die Akali noch, aber ich habe wieder noch einen Jump-Up. Also ich habe noch Ultimate und Jump. Ich bin mir nicht sicher, ob die Akali, wir haben zumindest den Turm da bekommen, ob die Akali noch... Sonjas hat.
Oder ob sie es gerade im Kampf benutzt hat. Das weiß ich nicht. Aber das Gute ist, dass wir den mittleren Turm noch bekommen haben. Glaubt ihr, vielleicht hat der Rengar sein Sonyas benutzt? Ich mache einfach weiter Druck. Ich habe ja meinen Schatten, womit ich immer wegspringen kann. Darf man ja nicht vergessen. Ich mache ein bisschen Druck auf der Top-Lane. Da ist der Rengar. Nee, da springe ich auf jeden Fall nicht hinterher. Ich weiß ja nicht, wo die ganzen anderen Leute sind. Okay, ich renne jetzt hier runter und mache jetzt auf der Top-Lane Druck. Und versuche jetzt hier die Top-Lane mal reinzudrücken. Wir sind halt auch im absoluten Late-Game, ne? Auch wenn der Gegner jetzt zum Beispiel einen Brand hatte, der hat auch mittlerweile Items. Ja, der hat gleich sein Vieles fertig. Oh, mein Team macht da ziemlich viel Druck. Wir sollten aber... reicht das, um sie zu töten? Okay, es reicht mit Sinch zusammen. Die haben gut auf mich gewartet, die beiden. War ganz schön frech. Wir verkaufen unseren Black Cleaver wieder und holen uns wieder einen Guardian Angel. Der Cinched. Könnte klappen. Ich glaube, der hat ihn. Der Cinched hat ihn. Oh, sehr gut gespielt. Hat er gut gemacht, der Cinched. Unsere Leute sind leider irgendwo in der Midlane da gerippt. Aber Cinched hat es gut aufgeräumt. Und wir waren ein bisschen zu gierig, dass wir auf der Toplane da oben reingerannt sind. Ehrlich gesagt. Das war ein bisschen Int von unserer Seite, ehrlich. Hat sie, oder? Sehr, sehr gut. Ich werde jetzt unser Trinity Force verkaufen mit dem Black Cleaver. Ich will nämlich die... Ich schaue nämlich, wir haben keinen Black Cleaver im Team sonst. Und ich will die Rüstungsdurchdringung jetzt haben. Sollten wir den Elder Drake machen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich verkaufe meine Schuhe. Hol mir andere Schuhe. Hol mir einen Teleport. Und gehe mit Teleport dahin, damit ich sofort helfen kann. Na, das ist immer ein kleiner Trick. Wenn ihr so eine Situation habt und ihr wollt unbedingt ganz schnell zum Objekte finden. Und das ist im super Late Game. Verkauft eure Schuhe. Das ist das wichtigste Objektiv, was es gibt. Ich glaube, es gibt kein stärkeres Objektiv als ein Elder Inferno Drake. Deswegen ist es schon wert, wenn ihr da euch Teleport kauft und dann euch den Elder Drake holt. Und danach, wenn ihr den gemacht habt, könnt ihr einfach wieder in die Base. Kurz überlegt, ob ich den vielleicht holen kann. Und jetzt könnt ihr ja sagen, okay, ich gehe wieder in die Base und hole mir wieder die anderen Schuhe. War gar kein Problem. Die Teamfights waren auch ein bisschen böse, deswegen hole ich mir jetzt mal wieder Mercurys und diesmal hole ich mir auch die Stasis. Ja, ihr könnt ja, wenn ihr so im Late Game angekommen seid und ihr könnt mit dem Gold um euch werfen, wie ihr wollt, dann, Leute, dann kauft euch immer situationsabhängig. Ja, ich hab jetzt gemerkt, okay, gegen Akali, gegen Rengar und so weiter, vor allem im Late Game, macht es irgendwie keinen Sinn, noch den Protobell zu nehmen. Da müssen wir irgendwie überleben können. Und deswegen spielen wir lieber das Sonyas. Ich muss den Rengar töten. Das ist nicht der Rengar gewesen. Ich werde jetzt Sonyas usen direkt danach. Und dann werde ich über die Mauer weg. Sehr, sehr gut gespielt vom Team. Und deswegen habt ihr gesehen, Sonyas hat sich direkt ausbezahlt. Ja, es war direkt eine gute Sache. Direkt eine gute Sache gewesen, dass wir da was verkauft haben, dass wir reagiert haben. Und dadurch konnt ihr die Akali uns dann nicht töten danach. Okay, Ultimate vom Brand und das sollte das Game gewesen sein. GG, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.